Ich weiß gar nicht, darf ich jetzt hier rein rechtlich gesehen? Das müsste ich mal jemanden. Ach, wer kennt sich denn mit sowas aus? Müsste man echt mal so richtige Let's Player. Also nicht so Hobbyisten wie mich. Anschreiben, wie die das machen. Wie das so rechtlich ist mit Samples und so. Ich glaube, wenn ich so ratmäßig am Ende dann einfach nur sage, ja, ich danke jetzt allen, bei denen ich da mal was geklaut habe, ist jetzt auch falsch, ne? Ich glaube nicht, dass die da so besonders drauf stehen, wenn man so verfährt. Oh mein Gott, ich werde richtig müde. So, voll bin ich auch. Ja. Ach so. Ja, hier. Mach mal kaputt. Rotzding. Warum geht die denn nicht kaputt? Das hat ja eingestellt, dass er die Werkzeuge ja aufheben soll, bevor sie kaputt gehen. Naja, gut. Bringen wir erstmal den Kabel weg. Können wir immer noch brauchen. Brauchen ja jede Menge Treppen. Wir müssten hier eigentlich alles auch schön absetzen, so wie im Nether. Also wie bei unserer alten Basis da. Wäre schon cool, wenn wir das so machen würden. Hier sind auch noch zwei Hotstinger. Brauche ich auch nicht mehr gerade. Das können wir hier mit reinwerfen. Die nehmen wir nochmal mit. Den brauchen wir auch nicht mehr, den Rest nehmen wir mit, genau. So, und jetzt könnte man auch hier einen schrägen Gang, es gäbe so viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist am Ende hier dieser ganze Block in der Mitte noch weg, dass ich ihn einfach raushaue. Aber das habt ihr denn erst in Folge 200, also wird es noch ein Weilchen in Anspruch nehmen und ja. Wird gut, ne? Also so langsam wird's doch hier. Ah ja, wir hätten immerhin Dirt, aber Dirt unten ist nicht gut, weil das heißt, wir sind irgendwo mitten im Berg in einem Dirtfeld. In einem Erdefeld. Ne? Würdet ihr doch auch so sehen. Ist der jetzt ziemlich... Ja, ist er. Sieht bloß nicht so aus. Schön. Schön war es gewesen. Ich muss diese Axt bald reparieren. Dann müssen wir wieder rüberlatschen. Also es ist ja jetzt immer nur noch ein kurzer Ausflug durch den Nether und die Strecke ist ja auch einigermaßen gesichert, sodass wir der nicht immer ständig Gasts begegnen. Das ist schon mal gut. Ein bisschen Angst, dass er mir gleich die Hacke hier tauscht. Eine gute, haltbare Hacke. Effizienz könnte jetzt noch drauf sein oder so. Es gäbe da noch so ein paar Dinge, die man machen könnte, durchaus. Aber wir sind ja erst Level 6. Wenn wir dann wieder ein höheres Level sind, werden wir uns darum mal kümmern. Unsere Spitzhacken alle auf Vordermann bringen, dass wir hier mit Power Tools arbeiten, dass wir hier schneller vorankommen. Wäre schon cool. Ah, aber ich glaube, der Winkel stimmt immer noch nicht so ganz. Hätte angenommen, dass ich schon längst irgendwo draußen sein müsste. Ja, ist der da schon wieder? Jetzt einfach mal gerade, oder? Ja. Ja. Und ich mache hier wieder das Raumexperiment. Warte mal, probieren wir erstmal hier mit der Stichgrabung. Weil bei mir hier weg sind von allen. Na, hier, weg. Jetzt wieder Kabel. Also noch nicht Kabel, aber bald Kabel. Ist schon dunkel, ne? Na, Päckchen dran. Die ist auch bald im Arsch. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gehen wir mal in die Richtung, dann müssen wir irgendwann aus dem Berg rauskommen.
Ja. So. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schon wieder viel zu weit drin im Berg. Ich dachte, ich komme hier irgendwo total einfach raus. Schon wieder so dunkel hier. Nein, das ist hier gerade kein Strip Mining. Also für diejenigen, die glauben, das wäre das. Das ist einfach nur der verzweifelte Versuch. Wo bin ich denn jetzt hier? Total dran vorbei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 oder 11 zurück. Ich könnte jetzt erstmal hier temporär mit Kabel zumachen. Nichts braucht. Fäckelchen noch rein. Also eigentlich hier. Hier irgendwo muss das doch sein. 10? Ja. Na, hauen wir das hier großflächig auf. Mal gucken, was bei rauskommt. So. Hier mal so ein bisschen. Müssen ja sowieso irgendwann noch richtig damit anfangen. Das ist jetzt erstmal nur Test. Fällt das schon mal nicht schlecht. War zwar jetzt nicht mein Begehr, aber ich nehme es gerne noch mit. Kohle deutet ja eigentlich auch auf nichts mehr hin, ne? Tja, ja. So. Schon wieder so schief. Schon wieder hier. Ich gehe gleich raus und grab mich von da aus rein. Was ist denn das hier? Ach, hier. Und so dicht dabei. So, schön, hätten wir es gefunden. Und genau in diese Wand hier wollen wir rein. Ich weiß jetzt nicht, wo es nicht vor allem hoch oder runter müssen noch. Gucken wir mal. Runter müssen wir eigentlich noch einen. Oh, Scheiße. Gut, dann symmetrieren wir uns hier mal einen Raum aus, machen danach ein paar Hohlkammern hinter, weil ich jetzt nicht Bock habe, alles wieder zu verschließen. Das muss der ganze Boden, muss hier auf jeden Fall raus. Dann können wir uns auch den Kies hier noch mitnehmen. Das passt schon, würde ich sagen. Dies passt schon. So, weil genau hier an dieser Stelle wollte ich ja, ne? Wie gesagt, ich will hier das wieder hübsch haben. So, hübsch ist ja auch relativ, liegt im Auge des Betrachters. Habla, habla. Müssen wir erstmal hier ein bisschen Licht machen. Ein bisschen Licht. Naja, gut, das Licht ist jetzt für den Arsch. So. Schon mal hier ein bisschen mehr raushauen noch.
Also auf jeden Fall die Ecke hier und dann zurück bis zum Gang. Und dann den Gang begradigen, sodass er hier genau drauf zuführt. Auf den Raum. Und wir haben einen Neuabonnenten. Siehst du, das wollte ich auch noch sagen. Irgendjemand hat mich... Hilfe. Noch abonniert, der mich noch nicht abonniert hatte. Ist das nicht toll? Freut euch das genauso, wie es mich freut? Na, ich glaube nicht. Aber ihr könnt meine Freude ansatzweise nachvollziehen, glaube ich. Freue mich über jeden weiteren Zuschauer. Also falls ihr irgendeinen Kumpel, Freund, Freundin noch nicht erzählt habt, dass das hier gibt, macht mal. Ist toll hier. Weil wir sind die zweiteinzigen, die das haben. Hall, hall. Und viel wichtiger, wir haben das. So. Ja. So, hauen wir das hier auch noch raus. Nicht so sonderlich spannend. Wir müssen jetzt erstmal diesen Gang hier. Ich muss mal hier nach hinten gehen, nach hinten durchgehen, ne? Und dann daraus einen vernünftigen Raum zimmern irgendwann. So. Und. Ja, damit das. Für die Symmetrie machen wir das mal. Ja, ich weiß, dass ich das gerade eben rausgehauen habe. Aber was tut man nicht alles für die Symmetrie? Prost. Eine Aufnahmedauer wäre echt mal so eine Sache, die Dextory noch anzeigen könnte, oder? Findet ihr nicht? Schreibt es doch mal der Firma oder dem Entwickler. Gerne eine im Spiel eingeblendete Zeit hätte. So ein bisschen. Also. Ja, muss ja auch nicht exakt sein oder können ja nur Minuten sein oder so. Wird ja reichen. Ach, diese Spitzhacke ist aber echt schon wieder tot. Und ja, wir müssen Diamanten farmen gehen. Ach, es ist einfach ständig was zu tun hier. Denkst du mal, bist du auf einem guten Weg, auf einem ruhigen Zweig unterwegs? Musst du ja wieder so viel machen hier. Puh. Kennt er, ne? Gerade in der Schule angekommen, so schön beim Pofen und dann aufpassen. So ein Scheiß. So. La, la, la. Ja, ich weiß, man sieht es nicht. Ja, aber ich wüsste, dass es da ist. So, Ja, sehr schön. Das wollte ich haben, den Durchbruch hierher. Ein Durchbruch, ein kleiner Spitzhackenhieb für einen Menschen. Ein großer für die Menschheit. Und in diesem Fall für die Abonnentenschaft. Toll. Ja. Erstmal soll uns das so genügen, oder? Hier unseren Ausblick rüber. Ja, es muss alles noch verziert werden und so weiter. Und der Gang geht ja hier eigentlich auch gut ab. Können wir jetzt noch da hinten raus aus dem Berg was bauen. Weil wir müssen ja auch noch eine neue Monsterfalle und all das muss ja alles neu. Weil der alte Scheiß funktioniert ja nicht so wirklich. Und ja, falls ihr Ideen habt, was wir hier bauen könnten, oder was ich versuchen könnte für euch zu bauen. Also ihr kennt meine Skills, ne? Wenn ihr euch so anguckt, wie ich baue, wisst ihr ja, wie begabt ich darin bin. Und ja, wenn ihr dann so wie ich hier vor sowas steht und euch denkt, dann
Habt doch mit mir gemeinsam Ideen. Sagt mir, was ihr auch gerne sehen würdet, was ich hier noch bauen könnte. Wir haben jetzt viel Platz. Wir haben einen großen Berg, den wir umbauen können. Schlafzimmer und so weiter. Wir haben ja schon wieder Baustellen hier angefangen. Ohne Ende. Und weil das ohne Ende ist oder ein Ende mit Schrecken erwartet wird. Oder hier, die Mine könnten wir auch machen. Ne? Oder hier. Ist ja alles da quasi, um sich hier, hui, da steht was, um sich hier wohl zu fühlen oder wohlig zu tun, ist ja quasi alles da, um das hinzukriegen. Und weil dem so ist, machen wir die richtige Kiste auf und packen den Grill noch weg. Weil dem so ist, könntet ihr daran teilhaben. Das ist ganz einfach. Mail, Kommentare, ne? Übliche Kommunikationswege. Facebook kann ich leider nicht anbieten. Wahrscheinlich müsste ich das tun, um noch mehr Zuschauerbindung aufzubauen. Aber, tja, auch wenn ich euch sehr schätze, diejenigen, die sich das öfters mal angucken. Würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass ich für euch einen Facebook-Account mehr einrichte. Das ist so ein traditionelles Ding. Ich finde ja, Facebook braucht keiner so wirklich. Naja, gut. Technisch nicht so versierte, begabte brauchen wahrscheinlich Facebook. Aber für mich ist das alles, na, weiß ich nicht. Es ist halt schön, dass es so unified ist. Unified. Okay. Unified Platforming ist ja ein großes Thema. Auch in der Wirtschaft. Alles soll eins sein. Union-Zeit. So. Ja, Rückstoß habe ich jetzt rausgenommen. Habt ihr gesehen? Oh, so leise. Ich wollte gerade sagen, dann nutzen wir doch einfach die Gelegenheit, drücken den Knopf, gucken in den Mond und denken uns. Ja, Musik für das Ende, den Beginn. Und für die Musik zwischendurch ist jemand anders zuständig. Ich denke mal, das könnte man jetzt hier als Ankunftsabschluss-Sound mal benutzen. Als eindeutige Erkennung am Anfang und am Ende. Und ja, dann gehen wir mal hier zum Bett, legen uns wieder hin, lassen noch einmal die Gedanken schweifen über die Dinge, die da waren, sein werden und vielleicht sogar schon sind. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, Mittag, Nachtisch und was sonst noch zu einem erfüllten Leben dazu gehört. Und wir sehen uns wieder, wenn es dann wieder heißt, Planlosigkeit in Klötzchenform. Presented proudly prepared.